Ja, wir sind sehr positiv im Match gestartet, wir sind motiviert gewesen, wir haben gewusst, dass wir heute etwas erreichen können. Und ja, der Match war streng, intensiv, das Breitenbach war stark, aber wir waren ein bisschen besser gewesen und wir haben gewusst, dass wir das Ding heute tun wollen. Wir sind mit eher tiefen Erwartungen in die Saison gestartet, weil wir sind vor einem Jahr sind wir ganz am anderen Ort gestanden. Wir haben um so viel den Abstieg, um so viel in der zweiten Liga geblieben vor einem Jahr. Und darum haben wir auch unsere Erwartungen ein bisschen runtergenommen. Wir haben aber mega gut in die Saison gestartet, wirklich mit vier coolen Siegen. Und das hat nachher uns durch den Rest der Saison durchgetragen. Wir haben dort wirklich auch nur ein paar Mal auch noch Punkte holen. Wir haben zwar auch etwa zwei, drei Mal Punkte unerwartet abgegeben, wo wir das Gefühl haben, müssten wir einen Punkt machen oder zwei Punkte gewinnen. Und am Schluss, ja, ist das alles jetzt Bonus gewesen, was wir die letzten zwei Wochen haben dürfen erleben. So, wir haben dort wirklich auch nur
paar Mal auch noch Punkte holen. Wir haben zwar auch etwa 2-3 Mal Punkte unerwartet abgegeben, wo wir das Gefühl haben, müssten wir Punkte machen oder 2 Punkte gewinnen. Und am Schluss, ja, ist das alles jetzt Bonus gewesen, was wir die letzten 2 Wochen haben dürfen erleben. So, nur schon letzte Woche mit dem ersten Heimspiel am Samstagabend, Primetime, oder? Und so viele Leute heim und dann gewinnen wir den ersten Match. Und das ist, ja, das ist ein unbeschreibliches Feeling. Das ist emotional so hohe Gefühle, das auslöst. Wir sind gestern auf Spreitenbach gegangen und gewusst, wir können eigentlich nichts verlieren. Oder in dem Sinn, wenn wir verlieren würden, können wir noch in den Schein, wenn es ein Heimspiel ist. Wir haben leider gestern verloren, haben nicht ganz die Leistung mögen, wie vom letzten Wochenende. Und jetzt ist es umso schöner, haben wir heute noch einen draufsetzen und in dieser Saison das Gründchen aufsetzen am Schluss. Und vor solchen Kulissen, also, das ist einfach, ja, das ist unbeschreiblich.